Hallo, ich muss euch was erzählen. Ich habe Post bekommen, also ein Flyer lag im Briefkasten am Wochenende. Und zwar mit der Frage: Bekommst du genug Luft? Weiter unten steht dann: Masken tragen schadet der physischen und psychischen Gesundheit. Ja, damit ist klar, es geht um Covid-19, das neue Coronavirus, und es geht hier um diese Alltagsmasken. Und die Idee ist ja, wenn ich die aufsetze, dann, auch wenn ich mal eine feuchte Aussprache habe, ne, dann spritzen die Tröpfchen nicht so durch die Gegend. Und wenn das alle machen, so im Geschäft oder so, dann schützt man sich so ein bisschen vor Ansteckung. Also man macht das Risiko etwas geringer. Jetzt steht aber in diesem Flyer: Mund-Nasenschutz in der Öffentlichkeit. Es gibt keine Hinweise für eine Wirksamkeit. Ist ja auch völlig abwegig, dass das was bringen soll. Jetzt habe ich mal geguckt, wer hat denn diesen Flyer gemacht? Dahinter steckt Dr. Bodo Schiffmann. So, der Name hat mir jetzt erstmal nichts gesagt, aber dann habe ich mich erinnert, nämlich bei der E-Mail-Adresse Schwindelambulanz Sinsheim. Den habe ich doch schon mal auf YouTube gesehen und vielleicht der eine oder andere von euch auch. Ich glaube, der ist sogar der Leiter der Schwindelambulanz. Also das heißt, der Bodo, der ist also Schwindelexperte. Ich lasse das mal einfach so stehen. Der schreibt hier noch mehr auf diesem Blatt, zum Beispiel: Masken tragen schwächt das Immunsystem und Ansäuerung des Blutes, Schimmelpilz, Bakterienbelastung, Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, Atemwegserkrankungen. Wir müssten eigentlich alle tot umfallen. Also ich glaube, wir würden besser rauchen als Masken tragen. Und ich frage mich, wie ist denn das eigentlich in den asiatischen Ländern? Da ist das ja wohl schon seit etlichen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten üblich, wenn da einer erkältet ist, also sowieso schon weniger Luft kriegt, dass er dann, wenn er irgendwie in der U-Bahn unterwegs ist oder zur Arbeit fährt, auch so eine Maske trägt aus, wie heißt das Wort noch? Rücksicht. Genau, Rücksicht, dass er andere nicht ansteckt. Wieso werden die nicht alle krank? Wieso werden nicht all die Ärztinnen und Ärzte krank, die stundenlang im OP stehen und operieren? Was ist eigentlich mit kranken Kindern, mit schwerstkranken Kindern? Das schreibt er nämlich hier, wie schlimm das für die Kinder ist. Jetzt müssen ja viele Kinder Maske tragen, das ist auch doof. Ich weiß auch nicht, ob das immer so sinnvoll ist. Also kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber es gibt schwerkranke Kinder, zum Beispiel nach einer Knochenmarkstransplantation, deren gesamtes Immunsystem wurde platt gemacht. Ja? Wenn die sich mit irgendeinem Scheiß infizieren, also das ist richtig schlimm und richtig gefährlich. Deswegen laufen die da teilweise den ganzen Tag mit solchen Masken, und zwar mit richtigen Masken, mit diesen FFP-Masken, die wirklich, wo man wirklich nicht gut durchatmen kann, rum, damit sie nicht krank werden, und anscheinend funktioniert das bei denen. Also ich muss es jetzt für mich nochmal sortieren. Schwerkranke Kinder ohne Immunsystem, die können diese richtigen, dichten Masken tragen, aber wir, der normale Bürger, der damit mal im Supermarkt einkauft, der zack tot. Wir alle erinnern uns ja auch an die schlimmen Bilder aus Italien, wo sich die Leichen gestapelt haben von Leuten, die zu lange Masken auf hatten. Entschuldigung, das habe ich jetzt irgendwie verwechselt. Ich gucke lieber noch mal in den Flyer rein. Da sind ja auch Quellen genannt. Zum Beispiel die Vera Birkenbiel. Die ist Motivationstrainerin gewesen. Also die ist verstorben, 2011, glaube ich. Ich weiß nicht, was die Vera Birkenbiel dazu sagen würde, jetzt hier als Quelle herzuhalten für solch einen Flyer. Sie kann sich ja nicht mehr wehren. Insofern mutig von dir, Bodo. Ich muss sagen, ich persönlich, ich habe bislang nur positive Erfahrungen gemacht mit dem Maskentragen. Denken wir an Darth Vader. Der hat zwar manches Mal schwer geatmet mit seiner Maske, aber hat es ihm geschadet? Er hat einen ganzen Todesstern kommandiert. Lieber Bodo, du alter Schwindelexperte, ich sag mal so, wenn du mich davon überzeugst, dass Covid-19 nicht zu so Dingen führen kann wie Atemwegserkrankungen, Lungenentzündungen,
Schädigungen im Gehirn und irgendwelchen Langzeitfolgen. Dann werde ich darüber nachdenken, diese Alltagsmasken hier nicht mehr so oft zu tragen. Aber bis dahin sage ich mir einfach, es gibt auch keinen Beweis, dass diese Alltagsmasken gar nichts bringen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und glaubt nicht jeden Scheiß. Ciao.